So, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier wieder mit einigen Leuten dabei sind und ich grüße euch an den Bildschirmen. Wir kommen ja ganz frisch aus den Pfingstferien, aus dem Pfingstwochenende, und an Pfingsten ist für uns Christen was ganz Wichtiges passiert. Zu Pfingsten wurde nämlich der Heilige Geist geschenkt und gegeben, von Gott ausgegossen. Und wir wollen uns heute ein wenig um diesen Heiligen Geist Gedanken machen. Und ich habe die Predigt überschrieben unter dem Gedanken, die Gabe des Heiligen Geistes und der innere Kampf in mir. Weil das ganz oft so eine Herausforderung ist, und ihr seht auf der Folie jetzt gleich die drei Themen, um die wir uns bewegen wollen. Zum einen die Gabe des Heiligen Geistes, dann wollen wir zwei Beispiele aus der Bibel mitverfolgen und sehen, wie wirkt denn der Heilige Geist. Und dann wollen wir auf uns in unser Leben schauen und überlegen, wie erleben wir den Heiligen Geist und wo erleben wir Kämpfe. Ja, wir starten einfach mal mit zwei biblischen Wahrheiten, mit zwei Aussagen, die einfach da sind. Und es ist wichtig, dass wir uns solche biblischen Wahrheiten, die Gott uns sagt, ganz tief in unser Herz schreiben. Der erste Bibelvers steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da wird Folgendes gesagt. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, in die dieser Vers gesprochen wurde. Die Jünger, die haben erlebt, dass Jesus aufgefahren ist, dass Jesus nicht mehr da ist. Und Jesus sagt ihnen: Seid nicht traurig, sondern wartet auf den Heiligen Geist, den ich euch senden werde. Und dann werdet ihr in eure Berufung finden. Und da heißt es ganz konkret: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist diese Ankündigung, dieses Versprechen Gottes, dass er sagt: Wenn der Heilige Geist in dein Leben Einzug hält, dann wirst du Kraft bekommen. Du wirst ausgerüstet werden, eine deiner Berufungen ausüben zu können, und zwar die Berufung, Zeuge zu sein. Einer zu sein, ein Bote, der in seinem Leben bezeugt: Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Er lebt. Er ist der Retter für jeden Menschen. Und dieser Geist, der hat noch ganz, ganz viele Funktionen, Wirkungen. Er ist eine Person. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7, da wird uns noch was über diesen Geist gesagt, nämlich was dieser Geist noch für Auswirkungen mitbringt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit und Furcht gegeben. Das war die Situation damals, als die Jünger noch ein Stück verängstigt waren und nicht wussten, wie geht's weiter, Jesus ist nicht mehr da. Sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diese drei Sachen sind ganz wichtig. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir uns vorstellen, wie Kraft wirkt, wenn ein, stellt euch vor, so ein richtiges, starkes Pferd, was Kraft hat, etwas zieht, dann geht es so richtig voran. Besonnenheit ist ein Ausdruck, eine Eigenschaft, die diese Kraft in die richtige Richtung bringt. Die besonnen darauf achtet, wo soll diese Kraft wirken. Und die Motivation, in der diese Kraft an der richtigen Stelle eingesetzt werden soll, ist die Liebe. Die Liebe ist das, was uns verbindet, und die Liebe ist das Wesentliche, was Gott uns geschenkt hat. Und so wollen wir diese beiden Verse so ein bisschen im Hintergrund behalten, wenn wir jetzt gleich mal zwei konkrete Beispiele aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte anschauen und nachverfolgen, wie hat das gewirkt, wie war das denn, als der Heilige Geist gekommen ist, und wie ist das bei uns?
ja, lasst uns mal über die Wirkung des Heiligen Geistes nachdenken. Und wir starten in Apostelgeschichte 8, ab Vers 18 bis 25. Da wird uns eine Begebenheit beschrieben von einem Simon. Und es wird gesagt, dass er ein Magier war. Ich sage noch, bevor wir den Text, den ihr hier schon lesen könnt, ein bisschen näher betrachten, erzähle ich noch ein bisschen was zum Hintergrund. Was war passiert? Petrus und Johannes sind in der Stadt unterwegs gewesen und haben Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die gesagt haben, Jesus soll der Herr in meinem Leben sein. Die sind zu den Leuten gegangen und haben sie gesegnet, haben für sie gebetet, ihnen die Hand aufgelegt und dann ist der Heilige Geist in ihr Leben gekommen. Und es war sichtbar und erkennbar, dass plötzlich etwas verändert war. Dass der Heilige Geist eine Kraftwirkung ausgelöst hat und die Menschen das wahrgenommen haben. Und so hat dieser Simon, der Zauberer, der hatte nämlich auch Zugang zu Medien. Er war einer, der hat mit Dämonen zusammengearbeitet. Das war einer, der hat mit der übernatürlichen Welt korrespondiert und er hat damit sein Geld verdient. Und er war ein ziemlich bekannter Mann in dieser Stadt und er hat plötzlich gemerkt, da kommen Leute, die haben scheinbar eine größere Kraft als ich mit meiner Beziehung zur unsichtbaren Welt. Und so kam es zu der Situation, die ihr hier im Text seht, dass der Simon auf Petrus und Johannes zugeht und sagt, als Simon, das ist wie gesagt dieser Magier, sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände aufgelegt haben, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jedem, den ich den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Und wir merken, dieser Wunsch, den Heiligen Geist zu haben, der hatte eine Motivation. Er wollte sogar Geld dafür bezahlen. Und Petrus erkennt es und reagiert sehr scharf. Er sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an, zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Das Erste, was wir über den Heiligen Geist und über das Wirken des Heiligen Geistes in diesem Bereich aus dieser Geschichte lernen können, dass wir selbst, wenn wir aus persönlichen Motivationen heraus, vielleicht aus Gewinnsucht, so wie hier der Simon, oder weil wir gern besser rauskommen wollen, weil wir irgendwie uns darstellen möchten und deshalb dem Heiligen Geist haben wollen, dass der Heilige Geist dieses Spiel nicht mitspielt und dass er sich verweigert. Und in den Versen, die wir gleich weiterlesen werden, macht das Petrus auch genauso deutlich, ihr könnt es hinter mir sehen, da heißt es im Vers 21, nein, du, Simon, hast keinen Anteil an dieser Kraft und du hast auch kein Anrecht auf diese Kraft, denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig zu Gott. Und hier wird genau der Knackpunkt angesprochen. Der Knackpunkt, dass ein Mensch im Herzen eine andere Motivation hat, etwas anderes denkt. Im Vers 23 wird das sogar noch verschärft, indem Petrus deutlich macht, ich sehe nämlich, und ihr hat Petrus etwas gesehen durch den Heiligen Geist, den er selber hatte, was im Leben dieses Simon da war. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass dich das Böse festhält und fest im Griff hat. Diese Situation an sich, dass ein Mensch gefangen ist, ist nicht schlimm, weil dafür ist Jesus gekommen. Jesus will genau solche Ketten sprengen. Jesus will uns genau herausholen aus solchen Bindungen. Aber die Motivation von Simon war eine andere. Er wollte gerne in dieser Bindung bleiben. Und diese Bindung hat sein ganzes Denken und Handeln so bestimmt, dass er
genau noch in diesen Denkmustern dachte und sein Herz ausgerichtet war, Gott zu benutzen, den Heiligen Geist zu benutzen. Und deshalb gibt es hier eine klare Absage. Der Heilige Geist verweigert sich. Und das ist für uns wichtig zu wissen. Wenn wir mit einer falschen inneren Haltung vielleicht zu Gott beten und ihn herausfordern und irgendwelche Wirkungen des Heiligen Geistes haben wollen, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass Gott sich verweigert. Dass Gott sagt, in dieser Art und Weise kann ich nicht mit dir umgehen, beziehungsweise kann ich dir nicht meinen Heiligen Geist schenken. Wir schwenken um und gehen in dem Bericht einfach nur weiter. Der jetzige Bericht, den wir uns anschauen, schließt direkt an den Bericht von dem Magier Simon und es wird berichtet von Philippus. Apostelgeschichte 8, ihr könnt mit mir den Text nachverfolgen und hier ist es spannend, wie ein Mensch, der an Gott angebunden ist, der mit dieser richtigen inneren Haltung Gott begegnet und sagt, Gott, ich wünsche mir, ich will gern für dich bereit sein. Mein Leben dient dazu, dir zu dienen. Genau mit dieser inneren Haltung ist dieser Philippus an seinen Tag gegangen und plötzlich spricht der Heilige Geist in seinen Alltag hinein. Vers 26, Apostelgeschichte 8, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Gott redet durch einen Boten, mache dich auf, den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Der Heilige Geist, Vers 29, sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm auf. Was ist passiert? Da bekommt Philippus einfach so einen Auftrag. Der war vielleicht irgendwo in der Stadt oder zu Hause und ihm wird gesagt, geh einfach in die Einöde auf eine Straße Richtung Süden, die einsam ist, wo kaum jemand langfährt und sei bereit auf das weitere Reden. Spannend, wie gehen wir damit um, wenn Gott uns so ansprechen würde? Wenn Gott einfach am Montag uns eine Nachricht schickt und sagt, so, setz dich in dein Auto, fahr nach München oder fahr in die Berge oder fahr ans Meer. Und dann wirst du schon sehen, was passiert. Eine spannende, spannende Angelegenheit. Und hier spielt das eine Rolle, dass Gott unser Herz sieht. Und er sieht, dass dieser Philippus bereit ist und losgeht und der Heilige Geist macht weiter. Er kann dieses Gefäß Philippus benutzen. Und er spricht zu ihm und jetzt wird es konkreter. Da kommt ein Wagen diese einsame Straße lang und er bekommt vom Heiligen Geist den Impuls, geh in die Nähe dieses Wagens und warte weiter ab. Vers 30. Steigen wir weiter ein. Philippus macht es und lief nun neben dem Wagen her. Er lief in einem gewissen Abstand wahrscheinlich einfach neben dem Wagen her und wartet, was weiter passiert. Und er hörte den Mann auf diesem Wagen laut vorlesen aus dem Propheten Jesaja. Und jetzt kam der Einsatz. Er fragt nämlich, verstehst du, was du da liest? Diese Frage, die hat ganz sicher der Heilige Geist dem Philippus eingegeben. Der war die ganze Zeit schon in der Spur des Heiligen Geistes. Und auf die Frage hat der Mann, dieser Minister, auf dem Wagen schon gewartet. Gott hat im Hintergrund das Herz dieses Manns bewegt. Der war schon dabei, diese Schriftrolle zu lesen und hat es nicht verstanden. Und total freudig antwortet er, wie kann ich denn verstehen, wenn niemand hier ist, der es mir erklärt?
Und er lädt diesen Philippus, der ein paar Meter Abstand neben dem Wagen lief, ein, auf seinen Wagen zu steigen. In dem Bild könnt ihr das so ein bisschen sehen. Und dann saßen die beiden in dem Wagen und fuhren weiter. Und es ist wahrscheinlich einiges an Zeit vergangen. Und im Vers 35 lesen wir weiter. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, dem Minister, von dieser Schriftrolle, die er gelesen hat, ausgehend das Evangelium von Jesus. Erinnert ihr euch noch an diese Aussage aus Apostelgeschichte 2? Wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt, werdet ihr Kraft empfangen und Zeugen sein. Philippus macht genau das. Philippus lässt sich leiten durch den Heiligen Geist und wird seinem Auftrag, Zeuge zu sein, absolut, setzt diesen Auftrag um und lebt in diesem Auftrag. Vers 36 heißt es, als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Da muss einiges passiert sein in dem Gespräch. Und der Philippus hat ihm das ganze Evangelium erklärt, sodass er dann auch wusste, die Taufe ist ein Teil von diesem Schritt hin zu Jesus. Die Taufe ist ein Bekenntnis. Wenn ich mich entscheide als Mensch, mein Leben Jesus zu schenken und ihm zu gehören und mit ihm zu leben. Und voller Freude fragt er, ich habe mich jetzt entschieden. Philippus, du brauchst mich nicht weiter überzeugen. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und Philippus taufte diesen Mann. Was für ein Wirken Gottes. Und wir merken, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, da passieren Dinge, da gehen wie Rädchen ineinander, wie ein Uhrwerk. Menschlich kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Da läuft einer auf so einer einsamen Straße und dann kommt plötzlich ein Wagen dazu und dann werde ich da eingeladen und ich erzähle ein bisschen was über das Evangelium und dann bekehrt sich der und dann taufe ich den. Das ist so richtig wie so eine wunderbare Story, wie ein Drehbuch, aber das war live. Das war das Leben. Genau so. Im Vers 39 lesen wir dann weiter von Philippus. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, die sind also in dieses Wasserloch gestiegen, er wurde getauft. Als sie wieder rauskommen und der Minister fröhlich zu seinem Wagen geht, da heißt es, wird Philippus plötzlich vom Geist ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Jetzt wird es immer krasser. Jetzt wird er weggebeamt. Plötzlich weg. Und für uns klingt das vielleicht ein bisschen wie Science Fiction, aber es zeigt uns, dass die Kraft, die in Gott steckt, die Kraft des Heiligen Geistes, über unserem Denken steht. Diese Kraft sprengt unsere Empfindungen, unsere Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen und zu verstehen. Gott ist größer als wir. Wir kriegen Gott nicht in unser Denkmuster rein. Und es ist gut so. Der Philippus wird also durch den Heiligen Geist in einen anderen Ort transportiert, unsichtbar, vermute ich. Und der Äthiopier wundert sich bestimmt, wo ist er hin? Aber trotzdem erfüllt mit tiefer Freude setzte er seine Reise fort, so heißt es weiter. Da war keine Angst, kein Wundern darüber, was ist jetzt passiert, sondern tiefe Freude. Das passiert, wenn Jesus im Leben bei uns Einzug hält. Und Philippus, für den muss das alles spektakulär gewesen sein. Im Vers 40 lesen wir dann weiter, Philippus fand sich in Aschot wieder. Das ist an einem ganz anderen Ort und er zog von da aus nordwärts und verkündigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Was für ein tolles Beispiel von dem Wirken des Heiligen Geistes.
wo zwei Dinge zusammenkommen, nämlich ein Mensch, der im Herzen von Gott vorbereitet wurde, ein Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der gesagt hat, ich will bereit sein, dass ich dein Zeuge bin, Jesus. Und der Heilige Geist tut sein Werk. Und ich glaube, dass der Philippus genauso ermutigt war wie dieser Äthiopier. Im Gegensatz zu Simon, der enttäuscht war, weil sein Wunsch, eine Kraft zu besitzen, mit der er für sich Gewinn herausschlagen kann, die wurde nicht erfüllt. Aber er ist trotzdem ins Nachdenken gekommen, das lesen wir. Und so merken wir, wie unterschiedlich der Heilige Geist in unser Leben hineinspricht. Und wir wollen in den dritten und letzten Teil eintauchen, nämlich in die Frage, der Heilige Geist in uns, in dir und mir, die wir Menschen sind, die Jesus kennen, die mit ihm leben. Und der Kampf in uns. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht, was das auch deutlich zeigt. Und das ist auch noch mal hier so ein bisschen aufgemalt in anderer Art und Weise, was so ein wenig zeigt, wie dieser Kampf aussieht. Ihr könnt auch das Bild da oben sehen. Da habe ich hier eine Person dargestellt, die zwei Seiten hat. Eine weiße und eine schwarze. Oder hier ein Gesicht, was hell ist, was deutlich zu sehen ist, mit klaren Augen. Und auf der anderen Seite ein dunkles, schwarzes, dreckiges, schattiertes Bild. Die andere Seite unseres Seins. Und wir wissen, wenn der Heilige Geist in unser Leben Einzug hält, dann beginnt er in uns zu arbeiten. Und hier im Galater 5, Vers 22 wird etwas gesagt von den Früchten, von der Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben entwickeln möchte. Und das sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. 9 Eigenschaften, wo der Heilige Geist uns als Person nimmt und sagt, ich will in diesen Bereichen an dir arbeiten. Ich möchte, dass Jesus in jedem Bereich zu sehen ist. Denn wenn wir uns verändern, dann soll immer Jesus darin zu sehen sein. Und dann ist da aber diese andere Seite, diese dunkle Seite in uns, die beschreibt Paulus im Römerbrief. Im Römerbrief sehr deutlich. Und ein Vers daraus, Römer 7, Vers 19, da ist Paulus über sich selber traurig und sagt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann können wir einstimmen in genau das. Wir erleben diese Herausforderung, dass in uns Dinge da sind, wo wir uns ärgern, dass sie da sind. Und trotz alledem, trotz dieser Spannung, dass wir auf der einen Seite wissen, der Heilige Geist lebt in uns, wir sind erlöste Menschen, wir merken, der Heilige Geist arbeitet an uns, erleben wir Situationen im Alltag, wo der alte Mensch, das alte Ich, immer wieder da sind, wo sie uns herausfordern, wo wir merken, wir wissen zwar, dass das richtig ist, aber in uns steckt noch so viel drin von Lieblosigkeit, von Unfrieden und so weiter. Aber in dieser Spannung dürfen wir eins wissen, und das steht in Römer 8, Vers 14 und 15, dass wir Gottes Kinder sind, weil Gott uns in diesem Spannungsfeld nicht alleine lässt. Da heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, Römer 8, Vers 14 und 15, sind Söhne und Töchter Gottes. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir beten,
Abba Vater. Und Abba heißt mein lieber Vater. Dieses Abba Vater, wo der Heilige Geist uns dazu bringt, der drückt eine Beziehung aus. Und obwohl wir manchmal so geteilt empfinden und auch an unserem Handeln zu merken ist, dass wir manchmal so geteilt sind, steht diese Gotteskindschaft, steht dieses Abba Vater. Wir dürfen wissen, wir sind Söhne und Töchter eines liebenden Gottes. Ich will euch gern noch ein persönliches Beispiel erzählen, wo dieses noch ein bisschen praktischer wird, dieser Kampf, in dem wir im Alltag oft drinstehen. Und will euch gern damit herausfordern, weil dieser Kampf, dass wir erkennen, es gibt in uns noch jede Menge dunkle Flecken, der wird immer dann besonders deutlich, wenn Druck von außen kommt, wenn Spannung da sind. Das können innere Spannungen sein, das kann so eine Krise sein, wie wir sie jetzt erleben, wo plötzlich alle angefragt sind, wo wir gezwungen werden, wo wir bestimmte Normen und Regeln einhalten müssen und in uns sträubt sich unser Innerstes, dem nachzugehen, wo wir vielleicht enger aufeinander sitzen, die Kinder sind alle zu Hause und wir merken, es kommt einfach schneller Streit in Gang. Es passiert so schnell, dass wir uns im Alltag plötzlich über Kleinigkeiten streiten. Und so ähnlich habe ich das in der letzten Woche erlebt. Wir haben ja als Älteste vor kurzem erst so ein Statement an euch alle geschickt, wo wir so ein bisschen ganz bewusst Leitgedanken weitergeben wollten. Wie können wir uns als Christen klug und weise und vor allen Dingen an der Bibel orientiert in solchen Herausforderungen wie der jetzigen Krise verhalten? Und ich weiß genau, dass ich total dahinter stehe, auch in dieser Zeit Dinge einzuhalten, die uns von der Obrigkeit im Moment vorgegeben werden, weil ich glaube, dass sie von Gott eingesetzt sind. Aber dann kam folgende Situation. Wir haben einen Familienausflug gemacht, sind in den Familienpark nach Eberswalde gefahren und hatten mit unseren Kids eine coole Zeit. Dann war das irgendwie 19 Uhr, wir sind zurückgefahren und man fährt dann, bevor man auf die Autobahn fährt, an einem McDonald's vorbei. Und was dann passiert, könnt ihr euch vorstellen, die Kinder rufen alle McDonald's und wir hatten es eigentlich auch schon eingeplant und wir sind da reingegangen und dann sind wir aus dem Auto ausgestiegen und dann fiel uns wieder ein, ach ja, wir brauchen ja diese Teilchen hier. Und dann fiel uns auf, dass unser Ben Lewis, unser autistisches Kind, dass der seinen Mundschutz vergessen hatte oder wir haben vergessen, ihn einzupacken. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen, eigentlich ja nicht so kritisch, haben wir gesagt, Ben Lewis, du nimmst deine Mütze, dein Käppi und machst das so ein bisschen davor. Und dann sind wir in den Eingangsbereich gegangen und standen und da kam so eine nette Angestellte von McDonald's und hat alle begrüßt und wollte, dass sie sich in eine Liste eintragen und hat dann, weil Ben Lewis natürlich so ein bisschen rumgewackelt hat, gesagt, aber hier, der Junge braucht auch noch so eine Maske. Und plötzlich habe ich gemerkt, was geht da in meinem Herzen ab? Auf einmal habe ich gedacht, Mann, siehst du nicht? Das ist ein autistisches Kind. Der kann nicht so richtig umgehen damit. Wenn wir den jetzt unter Druck setzen, dann wird es eher stressig. Solche Gedanken kamen mir, die habe ich nicht ausgesprochen. Und ich merkte, wie die Liebe in meinem plötzlich total weg war. Wie ich angespannt war und Unfrieden ausgestrahlt habe. Wie meine Geduld immer weniger wurde und meine Körpersprache und Blicke dieser Mitarbeiterin gegenüber signalisierte, liebe Frau, halte ich einfach zurück. Das ist plötzlich hochgekommen. Genau dieser Punkt, die Freundlichkeit war weg, die mir sonst wichtig ist. Nichts von Rücksichtnahme oder Selbstbeherrschung. Und Ben Lewis hat sich dann wieder beruhigt, stand mit mir in der Schlange, wir haben die Bestellung normal gemacht
Und so langsam kam ich wieder runter. Wir haben in Ruhe gegessen und sind dann wieder rausgegangen. Und dann habe ich mir im Nachhinein Gedanken gemacht und habe gemerkt, genau das sind die Punkte. Genau das sind die Punkte, wo wir merken, wie sehr wir Jesus brauchen. Und jetzt möchte ich euch herausfordern, dass ihr überlegt, wo erlebe ich diese Punkte in meinem Leben? Wo ich zwar das Gute, was ich kenne, was der Heilige Geist in mir bewirken will, kenne, aber nicht tue. Weil dann ist Folgendes wichtig. Und wir gehen in den Hebräerbrief. Dann ist es wichtig, zum Gnadenthron Gottes zu kommen. Und da wird Folgendes gesagt. Weil Jesus uns nicht in diesem Spannungsfeld, in diesem Kampf alleine lässt, sondern weil Jesus will, dass wir diesen Kampf mit seiner Hilfe kämpfen, weil wir dadurch immer mehr verändert werden, weil der Heilige Geist unser Wesen immer mehr in das Wesen Gottes verändert. Aber wir brauchen diesen Gnadenthron Gottes. Und da heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester in Klammer, Vermittler zu Gott, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte, der mich bei McDonald's nicht verstehen hätte können. Vielmehr war er genau wie wir Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist der Einzige, der in all den Versuchungen, die wir in unserem Alltag erleben, standhaft geblieben ist, weil er so gefestigt war im Heiligen Geist und Gott gehorsam sein konnte. Und jetzt kommt der Punkt, den wir brauchen. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wenn wir mit dieser Haltung, vielleicht auch bestürzt über uns selbst zu sein, zu diesem Gnadenthron kommen, dann sagt uns Gott diese Hilfe zu. Diese Hilfe, dass wir Veränderung erleben. Und ich habe noch drei Fragen, die ich euch gern mitgeben will, euch zu Hause und euch, die ihr hier jetzt im Saal sitzt, dass ihr für euch jetzt nochmal die Zeit nutzt. Die Band wird gleich nach vorn kommen und wir singen gleich noch ein Lied. Aber nehmt mal die drei Fragen, die ihr gleich hinter mir sehen könnt, jetzt ganz persönlich für euch auf. Und die Fragen sind folgende. Vielleicht weißt du noch nicht genau, ob Jesus der Herr deines Lebens ist, ob der Heilige Geist schon in dir selbst wirkt. Dann frage dich, hast du den Heiligen Geist schon empfangen? Hast du erlebt, dass du Vergebung erfahren hast? Wenn nicht, dann bete jetzt darum. Öffne dich dem Heiligen Geist, öffne dich Gott. Die zweite Frage dreht sich eher darum, wenn du weißt, der Heilige Geist lebt in mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kenne Jesus. Ich weiß, dass der Heilige Geist an mir wirkt. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Merkst du, dass da der Heilige Geist wie bei Philippus da ist? Dass er dir immer wieder Impulse gibt? Dass du merkst, ich bin unterwegs? Wenn nicht, dann bete darum, dass du bereit bist wie Philippus und dass der Heilige Geist in dein Leben spricht. Vielleicht geht es dir aber auch eher so wie mir bei diesem McDonald's, dass du immer wieder in diesen Kämpfen stehst und merkst, der Alltag holt mich ein, mein Charakter kommt durch. Dann vergiss nicht diesen Blick zum Gnadenthron. Dieser Gnadenthron ist so wichtig. Er ist die Grundlage dafür, dass in unserem Leben Veränderung geschehen kann. Und so lade ich dich ein, das jetzt nochmal für dich festzumachen und zu überlegen und nachzudenken, wo will Gott, wo will der Heilige Geist in dir, an dir wirken?